Hi Leute, Sven Erik hier. In diesem Video geht es um die besten Drehbuchratgeber. Ratgeberliteratur gibt es wie Sand am Meer, gerade was Schreibratgeber angeht. Und ich möchte mit euch die wichtigsten durchgehen und auch meine Top 5 euch präsentieren, die euch garantiert weiterhelfen werden, je nachdem in welcher Phase ihr euch befindet und an was ihr gerade arbeitet. Für Einsteiger würde ich empfehlen Sitfield, Drehbuchschreiben für Fernsehen und Film. Hier geht es um das Schreiben von Dramen, wie in den meisten Ratgebern. Wir haben also das Grundmuster der dramatischen Struktur, das erklärt wird. Und es wird die Drei-Akt-Struktur erklärt. Es werden einfache Techniken gezeigt, mit denen man schon mal was anfangen kann. Aber wenn ihr eine Weile dabei seid, werdet ihr an eure Grenzen stoßen. Deswegen gibt es komplexere Ratgeber, nicht nur die simplen, auch die komplexen, wie zum Beispiel John Truby, The Anatomy of Story. Hier habt ihr eine ganze Fülle an Techniken, die überwältigend ist und die Anfänger garantiert rauskegeln wird, weil das einfach schwierig ist. Wenn ihr eine Weile dabei seid oder wenn ihr auch schon Profis seid, dann ist das garantiert ein gutes Buch für euch, weil ihr immer wieder was Neues entdecken werdet und ihr lange eure Freude daran habt. So, dann haben wir zwei Werke, die ihren Weg in die Filmdramaturgie, in den Kanon der Filmdramaturgie gefunden haben, obwohl sie erstmal nichts mit Film überhaupt zu tun haben. Das liegt natürlich daran, dass Film und Kino ein sehr junges Medium sind und man am Anfang Material gebraucht hat. Ja? Hier haben wir zum einen Aristoteles, die Poetik. Aristoteles war ein antiker Philosoph und hier geht es darum, wie man Theaterstücke schreibt, und zwar die Theaterstücke seiner Zeit, logischerweise. Vieles davon ist veraltet, aber der Kern, der ist natürlich heute noch gültig für Dramen, ein sehr wichtiges Werk, ist aber auch nicht einfach zu lesen, weil es eben schon so alt ist. Dann haben wir noch ein Werk, Joseph Campbell, The Hero with 1000 Faces, der Heros in 1000 Gestalten. Der Mythenforscher Joseph Campbell wollte ergründen einen Mythos, der weltweit sehr stark verbreitet ist. Das ist ein Mythos, ein ganz besonderes Genre, nämlich der Mythos des männlichen Helden. Aber nicht alle Mythen funktionieren so, auch wenn das auf den Klappentexten manchmal draufsteht. Das hat natürlich jetzt George Lucas nicht daran gehindert, dieses Buch zu benutzen, um Star Wars zu erschaffen, die wichtigste moderne Mythologie, die wir heute haben. Und dementsprechend hat es auch seinen Platz in der Dramaturgie. Jetzt kommen wir zu meiner Top 5. Ich habe euch 5 Werke rausgesucht aus 5 Genres, denn ich empfehle gerade Einsteigern, gerade Anfängern, Genre-Ratgeber, die sich auf ein Erzählmuster spezialisieren, damit ihr dieses Muster verinnerlichen könnt und lernt es zu schreiben. Das erste Buch, was ich empfehlen möchte für Abenteuerfilme, ist Christopher Vogler, Die Odyssee des Drehbuchschreibers. Und hier geht es um die mythologischen Grundstrukturen. Steht auch hier drin, mythologischen Grundmuster des amerikanischen Erfolgskinos. Also wenn ihr Abenteuerfilme schreibt, wenn ihr Roadmovies schreibt, was im Endeffekt Abenteuerkomödien sind, dann ist das wirklich ein gutes Buch für euch. Im weitesten Sinne kann man es auch abstrahieren auf andere Genres, aber wieder Übertragungsleistung und nicht so einfach. Dann das zweite Buch, das habe ich jetzt nur als E-Book, aber E-Book müssen ja nicht schlechter sein. The Secrets of Action Screenwriting von William C. Martell. Sehr gutes Buch, sehr auf den Punkt geschrieben und hilft definitiv im Schreibprozess weiter. Und sehr wenig Fett an diesem Buch dran, muss man sagen. Eine wahre Schreibanleitung. Dann haben wir eher auf Romane ausgelegt, Writing the Romance Novel, Crafting Your Love Story. Also hierauf kommt es mir an, die Liebesgeschichte, wie erzählt man die? Von Leigh Michaels. Ja, auch ein interessantes Buch, weil hier werden auch die ganzen Subgenres des Liebesromans nochmal aufgelistet. Dann haben wir noch zwei. Wir haben einmal Patricia Highsmith, Suspense. Also es geht hier um Thriller, es geht um Action-Krimis. Sehr gutes Buch, weil hier auch über den Schreibprozess generell erzählt wird und weil sie erzählt, wie das einsame Leben eines Autors wirklich aussieht. Dann haben wir noch von Lajos Egri, Dramatisches Schreiben. Ist schon im Titel drin. Es geht um Drama für Theater, Film und Roman. Die Dreiteilung macht es halt wieder ein bisschen schwierig, weil es auf das Genre bezogen ist und nicht auf das Medium unbedingt.
Aber ein sehr gutes Buch, es steht hier drauf, das Standardwerk, das habt ihr leider auf sehr vielen Klappentexten, weil das auch wieder Marketing ist. Aber man muss sagen, es sind sehr schöne Techniken drin, gerade was die Ensembles angeht, was Themen angeht. Wie entwickle ich ein Filmthema? Also je nachdem, welches von diesen Genres ihr schreibt, würde ich das empfehlen. Wenn ihr ein anderes Genre schreibt, würde ich mich nach einem Ratgeber für dieses konkrete Genre umsehen. Das waren meine Buchtipps. Ich hoffe, sie bringen euch weiter und ich wünsche euch viel Spaß beim Schreiben, beim Lesen, beim Weiterbilden und beim Stöbern. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und denkt immer dran, ihr seid nicht alleine da draußen. Ihr braucht zuallererst einen Einzeiler. Das nennt man auch die Logline, das ist eure Filmidee in einem Satz und man kann an der das Konzept des Films sehr gut abbilden. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht von Fuck You Goethe.